Guten Abend, hier ist Brandenburg aktuell. Seien Sie herzlich willkommen, mit im Studio mein Kollege Peter Wachsmann. Schönen guten Abend. Und das sind die Themen. Verkehrsbilanz. Weniger Tote, aber mehr Unfälle. Winterspezial. Günstig in den Brandenburg-Urlaub. Und Fritz heißt er, der Kleine von Friedrichsfelde. Schnelle Autos, rasante Fahrer und viele Alleen. Für Brandenburg keine gute Mischung, eher eine, bei der viel zu viele bisher auf der Strecke blieben. Doch nun deutet sich eine erfreuliche Tendenz an. Bei den Verkehrstoten sind wir nicht mehr das bundesweite Schlusslicht in der Unfallstatistik. Bei den anderen Zahlen gibt es allerdings weniger Grund zum Aufatmen. Stefan Speerfeld. Die Großbaustelle am Dreieck Nutetal, ein neuer Unfallschwerpunkt in Brandenburg. Hier kracht es fast täglich. Allein im vergangenen Jahr hat die Polizei an dieser Stelle 255 Unfälle gezählt. Wir haben am südlichen Berliner Ring in Michendorf mit der A10 eine sehr schwierige Baustelle. Die hat auch zu erhöhter Unfallsituation geführt, das stimmt. Es ist allerdings der Teil in Brandenburg, der mit über 90.000 Fahrzeugen zu dem am meist befahrensten gehört. Doch auch im Rest des Landes sind die Unfallzahlen gestiegen. Laut der heute vorgestellten Bilanz waren es im Jahr 2016 insgesamt 82.407 Verkehrsunfälle, bei denen 11.403 Menschen verletzt wurden. Beide Zahlen setzen einen Negativtrend fort. Erst gestern gab es diesen schweren Unfall auf der A11 bei Bernau. Wir haben berichtet, die stundenlange Vollsperrung wurde erst am späten Abend aufgelöst. Aber es gibt auch positive Entwicklungen. So ist die Zahl der Verkehrstoten in Brandenburg deutlich gesunken. Kamen 2015 noch 179 Menschen auf Brandenburgs Straßen ums Leben, waren es 2016 insgesamt 121. Das entspricht einem Rückgang um 32,4%. Und markiert den niedrigsten Wert seit der Wende. Das dürfte auch daran liegen, dass es immer weniger Baumunfälle gibt. Der Verkehr vieler Alleen ist inzwischen auf Umgehungsstraßen umgeleitet. Außerdem sind in gefährlichen Kurven vorbeugend Leitplanken gebaut worden. Und wo es die nicht gibt, wurde das Tempolimit auf 70 km/h runtergesetzt. Aber auch der Druck durch Verkehrskontrollen, will sagen, durch starke Blitzerkontrollen, hat dazu geführt, dass überhöhte Geschwindigkeiten nicht mehr so häufig zu Verkehrstoten führen, obwohl sie noch immer eine der Hauptverkehrsunfallursachen darstellen. Die Polizei hat daher angekündigt, künftig noch stärker Blitzer einzusetzen. Ob das aber einen Unfallschwerpunkt wie die Baustelle am Dreieck Nutetal entschärft, dürfte mehr als fraglich sein. Und wenn Sie mehr wissen wollen, eine umfangreiche Datenanalyse zur aktuellen Unfallstatistik finden Sie in unserem Nachrichtenportal rbb24. Für den Verfassungsschutz ist sie ein Treffpunkt der Islamisten, die Fusilet-Moschee in Berlin-Moabit. Seit 2015 wird schon über ein Verbot diskutiert. Hier ging der Attentäter vom Weihnachtsmarkt ein und aus. Und letzten Abend wurden in dieser Moschee bei einer Razzia 3 Männer verhaftet wegen Terrorverdachts. Jogol über die Hintergründe. Moabit gestern Abend kurz nach 21 Uhr. Razzia in der Fusilet-Moschee. Wieder einmal steht der Treff radikaler Islamisten im Fokus der Sicherheitskräfte. Kurz zuvor werden die 3 Männer auf der Straße festgenommen. 21, 31 und 45 Jahre alt. Alle 3, so die Staatsanwaltschaft, regelmäßige Besucher der Moschee. Wir ermitteln gegen diese 3 Männer, diese 3 Beschuldigten, 2 türkische Staatsangehörige, einer deutscher Staatsangehöriger mit Wurzeln im arabischen Raum wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Konkret sind die 3 dringend verdächtig, die Ausreise in das Bürgerkriegsgebiet in Syrien, Irak geplant zu haben. Auch er war hier regelmäßig anzutreffen, Anis Amri, der Attentäter vom Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Er hatte offenbar Kontakt zu den festgenommenen Männern. Man traf sich in der Fusilet-Moschee. Dass es entsprechende Kontakte gab, ergibt sich zum Beispiel schon daraus, dass einer der Beschuldigten eben der Verantwortliche ist, der Fusilet. Und dort ist ja auch Anis Amri ein- und ausgegangen. Seit Jahren sagen Ermittler, die Fusilet-Moschee müsse geschlossen werden. Denn immer wieder wurden dort junge Leute rekrutiert, radikalisiert, dann nach Syrien geschleust.
Laut Abhörprotokollen bezeichneten Ex-Moscheevorstände ihr Haus als die Anlaufstelle für ISIS-Leute in Berlin. Dennoch die Moschee bis heute offen. Ein Verbotsantrag blieb in den Schubladen der Innenverwaltung hängen. Zum Ärger von so manchem Abgeordneten. In der Tat war uns zugesagt worden, dass bis Ende Januar, das heißt bis gestern, eine Verbotsverfügung vollständig erarbeitet und unterschriftsreif vorliegt. Danach werde ich fragen. Aus dem Hause des Innensenators dazu heute nur eine schriftliche Erklärung des Staatssekretärs. Das Verbotsverfahren ist grundsätzlich ein verdecktes Verfahren. Um den Erfolg des Verbotsverfahrens nicht zu gefährden, kann eine weitere öffentliche Stellungnahme vorerst nicht erfolgen. Fraglich, ob sich die Volksvertreter und auch die Angehörigen der Opfer mit dieser Antwort zufrieden geben werden. Wir haben weitere Nachrichten für Sie. Keine Entspannung für Tierhalter in Brandenburg. Mehr jetzt in einem ersten Überblick mit Peter. Im Sperrbezirk Neuhardenberg gibt es einen weiteren Vogelgrippefall. Das bestätigte der Vizelandrat des Kreises Märkisch-Oderland der Märkischen Oder-Zeitung. Deshalb wurden heute 2500 gemästete Peking-Enten getötet. In dem Betrieb waren bereits am Wochenende 40.000 Tiere wegen der Vogelgrippe getötet worden. Weitere Betriebe im Sperrkreis sollen nicht betroffen sein. Unterdessen hat das Landeslabor Berlin-Brandenburg bei 2 von 4 tot in Bad Saarow entdeckten Schwänen das H5N8-Virus nachgewiesen. Jetzt untersucht das Friedrich-Löffler-Institut, wie ansteckend diese Virusvariante ist. Die Produktion im Gefrierwerk in Manschnow soll erweitert werden. Das bestätigte das Unternehmen Farmers Landfood dem RBB. In den kommenden Monaten sollen Büros, Lagerräume und das Labor saniert und modernisiert werden. Die Firma möchte zudem mehr Personal einstellen und auch Lehrlinge ausbilden. Das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen hatte das Werk im Oderbruch vor gut einem Jahr gekauft. Es gehörte zuvor zum Großkonzern KTG Agrar, der inzwischen Insolvenz anmelden musste. Farmers Landfood beschäftigt in Manschnow derzeit 50 Mitarbeiter, die Tiefkühlsmoothies sowie Tiefkühlobst- und Gemüseprodukte herstellen. Immer mehr Brandenburger fühlen sich durch private Videoüberwachung gestört. Entsprechende Beschwerden hätten stark zugenommen, teilte die Landesbeauftragte für Datenschutz Hartke mit. Eine Ursache sei der sinkende Preis für die Überwachungstechnik. Bei den Beschwerden gehe es häufig um Nachbarschaftsstreitigkeiten. Rund 50 Kurden haben in Potsdam die Freilassung des Anführers der verbotenen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan, gefordert. Anlass war der 18. Jahrestag seiner Inhaftierung. Die Demonstranten zogen vom Stadtteil Babelsberg zum S-Bahnhof Griebnitzsee und setzten die Kundgebung auf Berliner Stadtgebiet fort. Ab der Landesgrenze begleitet von der Berliner Polizei. Abdullah Öcalan sitzt seit Februar 1999 in einem türkischen Gefängnis. Er wurde wegen Hochverrats verurteilt. Das Musikfestival Lollapalooza hat einen neuen Standort. Zweimal feierten mehr als 70.000 Besucher in Berlin. In diesem Jahr zieht das Event nach Brandenburg um. Die Galopprennbahn Hoppegarten im Winterschlaf. Im September wird es hier so aussehen. Auftreten werden über 40 Bands und Künstler, darunter die Foo Fighters oder die Beatsteaks. Für ein Festival wie Lollapalooza Berlin mit dieser Größe von täglich mindestens 70.000 Besuchern brauchen wir eine Fläche, wo wir auch hinpassen. Und in Berlin gibt es momentan sehr wenige Flächen, wo ein Festival von dieser Größe hinpasst. Im vergangenen Jahr wurde das Festival im Treptower Park veranstaltet. Damals gab es massive Proteste von Anwohnern. Auch deshalb der Umzug nach Hoppegarten. Termin ist der 8. und 9. September. Jetzt in den Winterferien sind die einen auf der Piste oder weit weg vom Schnee. Fürs Brandenburger Gastgewerbe beginnt das Jahr immer zäh mit der berühmten saure Gurkenzeit. Doch stimmt das überhaupt? Viele, die jetzt frei haben, bleiben im Land, aber bleiben Sie auch zu Hause? Seit 20 Jahren locken Hotels mit der Aktion Winterliches Brandenburg. Michael Scheibe hat sich die im Ruppiner Land angesehen. Winterruhe im hoteleigenen Yachthafen. Die Marina Wolfsbruch in Kleinzerlang ist mit seinen Apartmenthäusern ein idealer Ausgangspunkt für Bootstouren. Doch der Saisonstart im April liegt noch weit. Dennoch ist das 4-Sterne-Hotel auch im Winter gut gebucht.
Ja, das Geschäft läuft sehr gut. Wir haben viele Kinder bei uns, Familien bei uns. Es ist gerade die Ferienzeit, die begonnen hat. Und das merken wir sehr stark. Wir haben also eine sehr, sehr hohe Auslastung von über 80%. Und da sind wir sehr stolz drauf und freuen uns. Die meisten Gäste kommen aus Brandenburg, Berlin und Mecklenburg. Viele wie Familie Baudis aus Mühlberg haben einen Kurzurlaub von 3 bis 4 Tagen gebucht. Für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ist ja, wir haben nur noch ein kleineres Kind mit. Die ist 5, die will spielen, die will bespaßt werden und da ist das hier eigentlich optimal. Also uns gefällt besonders hier, dass hier so ein Spieleland für die Kinder ist und dass wir hier schön baden gehen können. Das Hotel setzt im Winter vor allem auf den großen Wellnessbereich und auf reduzierte Preise. So gibt es das Doppelzimmer inklusive Wellness, Frühstück und Abendbrot für 86 Euro pro Tag. Winterliches Brandenburg heißt die Preisaktion, an der sich mittlerweile 75 Hotels aus 12 Regionen beteiligen. Wir sind ja keine klassische Winterreisedestination wie zum Beispiel Österreich oder die Schweiz. Man kann nicht Skifahren bei uns, aber es gibt durchaus viele Aktivitäten, die man hier machen kann. Und da war einfach die Idee zu sagen, der Winter muss ein bisschen mehr ins Bewusstsein gerückt werden, damit auch die Auslastungszahlen im Winter steigen. Denn der Winter ist für viele Hoteliers eine schwierige Zeit. Vor allem kleinere Häuser kämpfen um jeden Gast. Wie das Rheinsberger Hotel Seehof. Von Montag bis Freitag ist hier nicht viel los. Dennoch haben es Katrin und Daniel Pfeiffer geschafft, mit speziellen Preisangeboten vor allem am Wochenende mehr Gäste anzuziehen. Wir sind ja eins der wenigen Häuser, die auch keinen Ruhetag haben, also die jeden Tag geöffnet haben. Und in Verbindung mit dem winterlichen Brandenburg versuchen wir natürlich und können das auch, unsere Mitarbeiter das ganze Jahr zu behalten. Dass sich die Winterschnäppchen lohnen, zeigt auch die Entwicklung der Übernachtungszahlen. So stiegen sie von 1,7 Millionen im Winter 2003-2004 auf 2,6 Millionen im letzten Jahr. Die günstigen Preise gelten übrigens auch in den Winterferien. Nicht nur in der Marina Wolfsbruch gibt es noch freie Plätze. Wer davon träumt, aus dem schönsten Tag im Leben ein gutes Geschäft zu machen, der braucht eine zündende Idee und dafür immer auch Geld. Und die Banken, die rücken ohne Sicherheiten nichts raus. Und doch gibt's Wege, die ans Ziel führen können. Über die Brandenburger Bürgschaftsbank, die immer höhere Investitionssummen absichert, wie es heute heißt. Springt sie ein, nimmt der Hausbank das Kredit ab. Das Kredit ab, wunderbar, das war ja ein feiner Deutsch. Also springt sie ein, die Bürgschaftsbank, und nimmt der Hausbank dann das Risiko ab. Dann bekommt der Unternehmer nicht nur das Geld, sondern einen viel besseren Kredit. Und was bekommt die Bürgschaftsbank dafür? 1,2% Zinsen. Super günstig und alles in allem offenbar ein guter Deal für den Traum vom eigenen Geschäft. Andreas Behevel. Der Traum in Weiß, er hat es ihr angetan. Vor gut 3 Jahren hatte Mandy Pischke-Duppert selbst geheiratet. Und da kam ihr die Idee, aus dem schönsten Tag im Leben ihren Lebensunterhalt zu machen. Brautkleider verkaufen, von jungen Designern aus der ganzen Welt. Alles in Handarbeit genäht, mit edlen Materialien. Die Stoffe sind hochwertig, das heißt, es sind seidenverarbeitet, das heißt keine Synthetikstoffe. Und die Kleider werden auch per Maß angepasst. Doch das Geld für den Staat zu bekommen war schwierig. Sie war Quereinsteigerin, arbeitete zuvor in einer Verwaltung. Zudem hatte sie keine Sicherheiten. Doch genau da half die Bürgschaftsbank Brandenburgs. Die prüfte ihr Geschäftsmodell und bürgte für sie. Dadurch bekam sie Kredit von der Bank. Und jetzt, ein gutes Jahr nach Eröffnung, hat sie ihren ersten Geschäftsplan schon weit übertroffen. Ich habe es natürlich gehofft, dass wir besser sind als die Zahlen, die da drin stehen. Aber dass sie doppelt so gut sind wie die, die dort drin stehen, freut uns natürlich sehr. Solchen Unternehmergeist zu fördern, macht Miloš Stevanović, dem Chef der Bürgschaftsbank, besonders Spaß. Und so präsentiert er auch hier mitten unter den Brautkleidern seine Bilanz fürs vergangene Jahr. Die zeigt zwar, dass die Anzahl der Bürgschaften, die seine Bank abdeckt, leicht gesunken ist, die dadurch ermöglichten Kredite aber sind auf 79 Millionen Euro deutlich gestiegen. Und 40% dieser Unternehmer sind Existenzgründer, ganz besondere Geschäftsleute. Das sind Menschen, die trotz der guten Konjunktur und obwohl sie woanders auch arbeiten könnten und etwas weniger Stress haben würden, sagen, ich will was verwirklichen, ich will eine Idee verwirklichen, ich will selbstständig werden, ich will mir von keinem anderen was sagen lassen und ich möchte das, was ich mir ausgedacht habe, auch tatsächlich zum Erfolg führen.
Die Bürgschaftsbank aber könnte bald auch für viele kleine, schon bestehende Unternehmen eine große Hilfe sein, den anstehenden Generationswechsel zu meistern. So hoffen zumindest die Industrie- und Handelskammern des Landes. Wir haben allein hier bei uns im Kammerbezirk der IHK Potsdam mehr als 10.000 Unternehmen, wo die Inhaber über 60 Jahre alt sind. Das heißt, dieses Thema Generationennachfolge ist wirklich eins, was jetzt auf den Nägeln brennt. Und denen den Weg zu ermöglichen, ein bestehendes Unternehmen in die nächste Generation zu führen, Kunden zu behalten, Arbeitsplätze zu sichern, Wirtschaftserfolg zu sichern, das ist ein ganz, ganz wichtiger unterstützender Faktor. Die Chefin des Brautmodehauses schaut schon jetzt in die Zukunft. Zwei Mitarbeiterinnen hat sie fest angestellt. Jetzt will sie das Marketing verstärken, um bundesweit Kunden zu sich nach Potsdam zu locken. Ah, da muss nur viel geheiratet werden. Sein Haus schützen wie vor Knox, den angeblich bestbewachten Ort auf der Welt, das kann keine Lösung sein für die Bewohner von Neulietze-Görike im Oderbruch. Ihr schönes Dorf mit den alten Fachwerkhäusern liegt direkt an der Oder und offenbar auch super für Diebe. Hier sollen sich die Einbrüche binnen eines Jahres sogar verdoppelt haben. Da muss was getan werden. Was? Darüber berichtet Angelika Fey. Bei Gisela Sommer wurde im November in dieses Gartenhaus eingebrochen. Die Diebe haben das Schloss vom Fensterladen geknackt, Fenster auf, dann die Rückwand mit einem Brecheisen aufgehebelt. Aber im Gartenhäuschen verbirgt sich nur eine Sauna. Der Schrecken sitzt trotzdem tief. Dass da Fremde, die ich nicht kenne, sich zu schaffen gemacht haben, das hat mir großes Unwohlsein bereitet. Und insgesamt ist natürlich eine gewisse Unsicherheit eingetreten. Wir haben ja viele Jahre hier friedlich gelebt. Und da stand schon mal eine Haustür offen und ein Autoschlüssel steckte. Und das ist jetzt weg. Auch bei Familie Rank wurde im vergangenen Jahr gleich zweimal eingebrochen. 6 Fahrräder geklaut. Man fühlt sich angeschlagen, man fühlt sich beobachtet. Jedes Geräusch, was hier draußen stattfindet, ist eine Beunruhigung im Prinzip. Man ist verunsichert. Man weiß nie, wann sie kommen, wie viele es sind, ob sie doch mal Übergriff machen, irgendwas, ob sie mal ins Haus gehen. Mit dem gewohnten Frieden ist es für die 190 Einwohner von Neulietze-Görike im Oderbruch erstmal vorbei. Seit einem Jahr haben die Diebe das Kolonistendorf im Visier. Ja, in Neulietze-Görike wurde im letzten Jahr verstärkt eingebrochen. Und das ist jetzt schon über 50 Mal, wo jetzt hier eingebrochen wurde. 11 Mal in Grundstücken schon mehrmals eingebrochen. Und 5 versuchte Einbrüche hatten wir hier. Und das ist also von den über 50 jetzt hier. Und das ist eine erschreckende Zahl, die wir hier zu verzeichnen haben. Familie Rank hat den Einbruch angezeigt. Viele andere machen das nicht. Aber das gerade ist ein Problem für die Polizei. Die Leute sind auch selbst gefordert. Alleine Polizeipräsenz löst uns dieses Problem nicht. Wir brauchen auch die Initiative der Bürger. Die müssen sich untereinander abstimmen. Die müssen Präventionsangebote der Polizei nutzen. Wir beraten, was kann man also mechanisch und elektronisch zum Einbruchschutz tun. Und diese Dinge dann einfach auch umsetzen und vor allen Dingen nochmal Anzeige erstatten, wenn man Opfer eines Einbruchs geworden ist. Aber die Neulietze-Göriker finden trotzdem, es bräuchte mehr Polizei vor Ort, vor allem nachts. Deshalb will die Gemeindevertretung einen Brief an Ministerpräsident Voigt schicken. Bis eine Reaktion kommt, schaut Thorsten Rank selbst nach dem Rechten. Im Dorf denkt man sogar über eine Bürgerstreife nach. Es gibt noch mal Neues aus dem Land. Jetzt mit Peter. Die Gubener Bürgermeisterwahl bleibt gültig. Gegen den entsprechenden Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom Dezember seien keine Einwände eingegangen, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Frist für Beschwerden ist jetzt abgelaufen. Die Wahl vom vergangenen Sommer hatte Schlagzeilen gemacht, weil der FDP-Politiker Hübner trotz einer Vorstrafe wiedergewählt wurde. Hübner kann sein Amt trotzdem nicht ausführen, weil er suspendiert ist. Der Landkreis führt gegen ihn ein Disziplinarverfahren. Im Streit um eine bessere Busanbindung der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen gibt es noch keine Lösung. Stiftungsdirektor Mausch appellierte heute noch einmal an den zuständigen Landrat. Der Bus fährt im Stundentakt, am Wochenende alle 2 Stunden. Das sei zu wenig, kritisiert die Gedenkstättenstiftung angesichts von mehr als 700.000 Besuchern pro Jahr. Die Busse sind hoffnungslos überfüllt und zwar regelmäßig und jeder weiß das, jeder sieht das. Wir hatten uns schon vorgestellt, dass es eine Taktverdichtung gibt. In den letzten Jahren haben die Besucherzahlen in Sachsenhausen um 400% zugenommen. Der Bus ist das gleiche geblieben.
Im vergangenen Jahr hatte die Gedenkstätte mehr als 14.000 Unterschriften für eine bessere Busanbindung gesammelt. Vom zuständigen Landkreis Oberhavel hieß es heute, zurzeit würden in der betroffenen Linie Fahrgäste gezählt. Mit einer Auswertung rechne man Mitte Februar. Danach solle entschieden werden, ob die Verbindung aufgestockt werde. Ob Cannabis oder Crystal Meth, auf Schulhöfen hat die Drogenkriminalität zugenommen. Das zeigen die neuesten Zahlen des Landeskriminalamts. Im Jahr 2015 wurden demnach 210 Fälle registriert. 4 Jahre zuvor waren es nur 119. Das ist ein Plus von knapp 80%. Die Dunkelziffer könnte aber noch höher liegen. Die Polizei konnte allerdings die meisten Fälle aufklären. Die Quote lag bei 90%. Rund 200 Tatverdächtige wurden gefasst. Im Cottbuser Karl-Thiem-Klinikum arbeiten ab heute ambulante Schlafmediziner und Krankenhausärzte enger zusammen. In diesem neuen Schlaflabor können 10 Erwachsene pro Nacht behandelt werden. Die ambulante Praxis hatte zuvor 2 Standorte in der Stadt, die jetzt beide ins Klinikum ziehen. Der erste Grund ist, dass die Schlafstörungen per se deutlich zunehmen. Jeder Zweite hat im Prinzip schon Schlafstörungen oder hatte Schlafstörungen gehabt. Und der zweite Grund ist der, dass wir einfach hier Kooperationen pflegen können, dass wir effizienter arbeiten können mit dem Karl-Thiem-Klinikum, das ja ein Leuchtturm in der Region darstellt. Die Krankenhauspatienten sollen dadurch kürzere Wege zum ambulanten Schlafspezialisten haben. In den kommenden Tagen soll auch das Schlaflabor für Kinder gleich nebenan eröffnet werden. Das klingt nicht russisch wie bei seinen Eltern. Das klingt nicht mal nordisch. Eher preußisch und sicher auch ein bisschen frech. Fritz ist nun also der Name für das Eisbärenbaby aus dem Tierpark Berlin. Und bis zum alten Fritz kann es noch ein bisschen dauern. Aber ob der Kleine schon auf den Namen hört? Arndt Breitfeld. Die ersten Fritz-Fans rufen und auch Vater Volodja sucht ihn scheinbar. Aber noch hält sich Fritz in der Wurfhöhle versteckt und knabbert Salat, Obst und Gemüse mit Mutter Tonja. Mit knapp 3 Monaten hat er jetzt seinen Namen bekommen und viele Fans spüren schon eine fast familiäre Bindung. Wir finden den Namen ganz toll, weil unser Opa, mein Vater, der heißt Hans-Joachim Fritz, wohnt in Berlin, ist Urberliner. Mein Opa heißt auch Fritz und dann ist das ein ganz bekannter Name und deswegen ist er sehr schön gewählt. Ich finde den Namen schön und dieser Hund heißt auch Fritz. Und jetzt kommt, dieser Junge hier heißt auch Fritz. Offenbar eine gute Wahl, die eine Jury aus Zeitungslesern und Radio Berlin 88.8 Hörern getroffen hat. Tausende Vorschläge und über die meistgenannten wurde bis zur finalen Auswahl 2 Stunden lang debattiert. Jeder hatte klar seine Favoriten, aber es war sehr demokratisch. Es wurde abgestimmt, es wurde richtig diskutiert. Was spricht jetzt für einen Eisbären? Was passt zu Berlin? Am Ende ist es auf 2 Namen hinausgelaufen, Kolja und Fritz. Und dann hat Fritz das Rennen gemacht. Ich finde das ein prima Name. Für einen Eisbären ist es typisch berlinerisch und es ist auch für das größte Landraubtier der Welt. Also ein großer 600 Kilo schwerer Eisbärenmann, der kann auch den Namen Fritz noch mit Würde tragen. Aber noch ist Fritz niedlich, genau wie Knut vor 10 Jahren, damals aufgezogen von Pfleger Thomas Dörflein. So ist das täglich, Auftritt eines Superstars. Wenn Knut seine Bühne im Zoo betritt, stehen Tausende und warten auf den berühmtesten Bären, den die Stadt je gesehen hat. So weltberühmt wie Knut wird Fritz vermutlich nicht, aber gewisse Hoffnung gibt es durchaus. Wir gehen schon davon aus, dass dann sehr, sehr viele Berlinerinnen und Berliner in den Tipper kommen werden, um das Jungtier zu sehen. Und das hoffen wir natürlich auch nicht. Das wäre schon toll für den Tierpark. Fritz aus Friedrichsfelde. Erster Auftritt im Tierpark voraussichtlich im März. Vater Volodja muss dafür wahrscheinlich in den Zoo umziehen. Und unsere Radiokollegen von Fritz werden heute bestimmt auch angestoßen haben. Ja, Brandenburg aktuell wird dieses Jahr auch schon ein Vierteljahrhundert alt. Das wollen wir feiern. Mit wem eigentlich? Hier kommt unsere Einladung. Sachen packen, Stühle hoch und dann raus aus der Schule. Ab zu Brandenburg aktuell. Zu unserem 25. Geburtstag verlosen wir 25 Schulstunden. Bei uns gibt es einen 1A-Blick hinter die Kulissen. Dabei sein bei einer Live-Sendung. Wir zeigen Studio, Regie, Technik. Wer will, kann selbst mal ausprobieren. Kamera und Ton in die Hand nehmen oder sich als Moderator im Studio austesten. Wer mit seiner Klasse dabei sein will, meldet sich. Einfach eine kurze Bewerbung schicken per E-Mail an schulstunde@rbb-online.de. Einsendeschluss ist der 15. Februar 2017.
Bei Fragen einfach anrufen unter der 0331 97993 2171. Bewerben kann man sich ab Klassenstufe 7. Und wohin mit den lieben Kleinen jetzt in den Schulferien? Ja, nach draußen, damit sie am Abend schön ins Bett fallen. Unser Wetterreporter Tim Jäger will sich aber zunächst drinnen aufwärmen. 0 Grad und Niesel, Piesel, Matschwetter hier in Potsdam. Da gönnen nicht nur wir uns erstmal ein Dach über dem Kopf, sondern auch die 10 Kinder, die hier im Treffpunkt Freizeit ihre Ferien sportlich aufmotzen. Parkour nennt sich das. Eigentlich gehört es nach draußen. Das hier ist sozusagen das Aufwärmen. Abrollen bitte, keine Saltos. Sehr gut. Vielseitiges Training für den Körper. Ist, glaube ich, nichts für jenseits der 40, aber egal. Was ist denn die Idee hier hinter, Lukas? Das wäre auch was für jenseits der 40, aber da machst du bitte keine Saltos. Wir wollen uns hier einfach ein bisschen frei bewegen, außerhalb von irgendwelchen vielleicht genormten Bewegungssystemen. Ist aber jetzt nicht zwingend was für die Turnhalle eigentlich, oder? Nö. Man kann es hier drin gut vorbereiten. Die Idee ist es, draußen zu machen, in der freien Wildbahn, genau. Bei Wind und Wetter? Egal. Egal? Okay, dann kann ich euch Vorfreude machen auf die zweite Wochenhälfte. Wird nicht viel schöner, als es gerade ist. In der Nacht wird es bitterkalt. Minus 10 Grad in der Lausitz, etwas milder in der Mittelmark. Vorsicht auf den Straßen, es kann glatt werden. Morgen kommen Wolken über die Elbe und ziehen Richtung Osten übers Land. 0 Grad im Norden, Richtung Süden bis zu 4 Grad. Und bei gelegentlichem Regen kann es glatt werden. Also, pass auf, wir machen jetzt hier einen kleinen Schattenlauf. Ich bitte euch, dass ihr so lauft, wie ihr das könnt. Folgt mir einfach nach und nach. Mariam, normalerweise bewegt man sich ja anders durch die Stadt. Was ist denn das Besondere an dem, was ihr hier macht? Na, wir wollen halt so über Hindernisse gehen und sowas. Alles, was halt so da ist in der Stadt? Ja, eigentlich schon so. Dass es auch einfach mehr Spaß macht, als immer nur geradeaus zu laufen. Los, flott, komm, 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 komm. Sonst läuft man ja einfach so oder rum und so. Das macht halt viel mehr Spaß. Ist sportlicher, oder? Ja. Hier runter? Wir deuten die Dinge um. Also es existiert alles. Wir nehmen uns das und denken uns was Neues aus und bewegen uns dran. Wenn dir kalt wird, sag mir bitte Bescheid, ja? Okay. Ich will nicht, dass ihr in den nächsten Tagen hier krank werdet. Och, wird ja milder. Bis zu 7 Grad und teils auch heiter am Freitag. Trocken und nur wenig Sonne am Samstag. Der Sonntag ähnlich mit 6 Grad. Ui, Vorsicht! Adam, pass auf, du zerdrückst die Polarkappen noch, dann schmelzen die und dann wird die Klimaerwärmung noch stärker. Adam, zur Erklärung, das hier ist die Erde, oder? Was haben wir da? Wo steht ihr drauf? Auf der Sonne. Ich stelle mich mal am besten auf die Erde. Dürfte heiße Fußsohlen geben. Die Gefahr allerdings besteht in den nächsten Tagen ja nicht. Auch wenn die Sonne vielleicht ab und zu sich mal blicken lässt. Danke, Tim. Nanu, ist denn schon Frühling? Könnte man ja fast denken bei diesem Foto, das heute über Facebook kam. Im Spreewald hat heute Lisa Sperling diesen Nager angetroffen. Und sie schrieb, vielleicht schafft es der Nutria ja in eure Sendung. Hat er. Und danke schön nach Lübbenau. Soweit der Tag in Brandenburg. Mehr gibt es wieder in RBB aktuell ab 21.45 Uhr. Und hier gleich die Tagesschau, danach um 20.15 Uhr die RBB Praxis. Heute zeigen wir Ihnen, welche Methoden im Kampf gegen Arthrose helfen können. Ja, und schön, wenn Sie morgen wieder Brandenburg aktuell schauen. Bis dahin, schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss. Sachsen will sich besser gegen Terrorismus und Extremismus wappnen. Neues Abwehrzentrum, Umbau der Polizei soll Pannen vermeiden helfen. Gefährliches Virus. Wegen Vogelgrippe werden 6.200 Puten getötet. Und Hilfe für Blinde mit einem Chip. Im Auge lernen Betroffene wieder zu sehen. Der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Andreas Rook. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Erst entkam er der Polizei und als sie ihn später schnappte, erhängte er sich in einer JVA.
Viele Fehler waren im Fall des Terrorverdächtigen Al-Bakr gemacht worden. Eine Expertenkommission hatte sie vor einer Woche aufgelistet. Und heute sollte diese lange Liste des Versagens Thema einer Debatte im Sächsischen Landtag sein. Im Zentrum der Kritik natürlich der zuständige Innenminister. Doch der überraschte mit einer Flucht nach vorn. Es läuft nicht in seinem Laden und es ist mal wieder Krise. Innenminister Ulbich. Vergangene Woche attestierte die Al-Bakr-Kommission beim Einsatz in Chemnitz im Oktober keine Spur von durchgehender polizeilicher Führung. Diese Woche kommt der Innenminister mit einer Veränderung der Struktur daher. Wir bauen unser operatives Abwehrzentrum zu einem polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum, kurz PTAZ, aus. Das operative Abwehrzentrum, Sitz in Leipzig, und die Abteilung Staatsschutz im Landeskriminalamt aus Dresden verschmelzen zum polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum PTAZ, Sitz in Leipzig. Schon wieder etwas Neues, das verwundert die Gewerkschaft der Polizei. Ich meine, es ist gut, wenn man das ausbaut, Rechts- und Linksextremismus, Islamismus, dass man das ausbaut, diese ganze Sache, und auf 250 Mann verstärken möchte. Aber es muss natürlich dorthin, wo es hingehört, wo es auch bundesweit ist. Und wenn man ein PTAZ aufbaut, dann fordern wir natürlich, dass dieses PTAZ ans Landeskriminalamt kommt. Zurück zur Landtagsdebatte über den Bericht der Al-Bakr-Kommission, dem eigentlichen Anlass, wo die einen loben. Durch das Zusammenspiel der Behörden konnte der Terrorverdächtige rechtzeitig identifiziert und auch sein Aufenthaltsort ermittelt werden. Im weiteren Verlauf der Geschehnisse wurden bei der Aufarbeitung des Falls verschiedene Fehler bekannt. Doch die wurden zu keinem Zeitpunkt wider besseres Willens getan. Die anderen aber haben schon deutliche Fehler bei der Sicherheit erkannt. Nun wird es offensichtlich, dass unsere Einschätzungen richtig waren. Die Regierung wollte jedoch damit nur von den eigenen Versäumnissen ablenken. Der rot-grüne Einfluss auf die sächsische CDU wird hier mal wieder klar erkennbar. Ein Terrorismusabwehrzentrum aus dem Hut zu ziehen, nütze Markus Ulbich wohl nun auch nicht mehr viel. Zwischen Ihrem öffentlichen Reden, Herr Minister, und der Realität klafft eine Lücke, die nur Folge eines massiven Führungsversagens der Hausspitze sein kann. Ich muss auch nach der Regierungserklärung zur Kenntnis nehmen, dass man in Sachsen offenbar umgedeutet hat, was es bedeutet, wenn ein Minister politische Verantwortung für Fehler übernimmt. Nur allein dieser kommunikative Schachzug ändert nichts an der Realität. Sie sollten den Mut und die Größe haben, mit Ihrem Ersuchen um Entlassung aus dem Amt den Weg für einen Nachfolger freizumachen, der dann hoffentlich mit einem echten Konzept, mit Führungs- und Willensstärke, mit Durchsetzungskraft diese Aufgabe erfolgversprechend in Angriff nehmen wird. Doch nach Rücktritt des krisenerprobten Markus Ulbich sieht es irgendwie nicht aus. Die sächsischen Behörden haben den Kontaktmann des Berliner Attentäters Amri nach Tunesien abgeschoben. Da der 26-Jährige seinen Asylantrag zunächst in Sachsen gestellt hatte, war der Freistaat für die Abschiebung zuständig. Der Mann hatte sich am Vorabend des Anschlags mit Amri getroffen. Er bestreitet aber, von den Anschlagsplänen gewusst zu haben. Ist die Bildungsempfehlung noch das Papier wert, auf dem sie geschrieben steht? Die Eltern jedenfalls müssen sich nicht mehr zwingend an die Beurteilung der Lehrer halten. CDU und SPD-Fraktion hatten einen Gesetzentwurf eingebracht, den der Landtag jetzt verabschiedete. Demnach entscheiden allein die Eltern, an welche Schule oder Schulart ihr Kind nach der 4. Klasse wechselt. Die Empfehlung der Grundschule ist dabei nur noch eine Orientierung. Sachsens Kultusministerin Kurt rechnet aber nicht damit, dass es jetzt einen Ansturm auf die Gymnasien gibt. Die Schüler, die keine Bildungsempfehlung erhalten haben, das sind 1-2% unserer Viertklässlerinnen und Viertklässler im Freistaat Sachsen. Und ich rechne mit einer etwas größeren Ordnung von Schülerinnen und Schülern, die ans Gymnasium kommen möchten. Aber auf keinen Fall ist es angesagt, dass wir jetzt in Panik ausbrechen und die Schülerinnen und Schüler an den Gymnasien nicht unterbekommen. Sagt die Kultusministerin. Fälle von Geflügelpest, umgangssprachlich auch Vogelgrippe genannt, gab es in den vergangenen Jahren häufiger. Doch mittlerweile haben wir in Deutschland ein nie zuvor gekanntes Ausmaß erreicht, warnen die Veterinäre des Friedrich-Löffler-Instituts für Tiergesundheit.
In Sachsen war das nicht so aufgefallen, weil hierzulande bislang nur Wildvögel von dem aggressiven Virus befallen waren. Doch nun hat es einen Nutztierbetrieb erwischt, in Rackwitz, nördlich von Leipzig. Seit heute Morgen werden auf dem Hof der Wolteritzer Agrar GmbH in Rackwitz alle Puten getötet. Denn am Montag wurden hier über 250 verendete Tiere entdeckt, die mit dem Geflügelpestvirus H5 infiziert waren. Es ist der erste Fall in Sachsen seit dem aktuellen Auftreten des Virus, bei dem der komplette Bestand vernichtet werden muss. Es handelt sich ja um 6200 Tiere, also ein großer Bestand an Bioputen, der auch mit hohem Aufwand vom dortigen Unternehmen gezüchtet worden ist. Die Puten standen kurz vor dem Schlachttermin. Insofern sage ich sicher auch wirtschaftlich eine ganz besondere Situation. Ne? Eins ist schon klar, der Schaden für den Betrieb wird mindestens in einem sechsstelligen Bereich liegen. Entschädigung vom Land gibt's nicht. Die Unternehmen versichern sich über die Tierseuchenkasse Sachsen. Dort gibt es Entschädigungsleistungen, die aber sicher nicht den gesamten wirtschaftlichen Schaden abdecken können. Ne? Seit Wochen schon gilt in Sachsen die Aufstallpflicht. Heißt, Geflügel muss in überdachten Ställen gehalten werden. Auch der betroffene Putenzuchtbetrieb hielt sich daran. Doch offensichtlich reicht das nicht aus. Sie können die Stelle nicht hermetisch abschließen. Das Futtermittel, das Stroh zum Beispiel, wird irgendwo gewonnen. Es wächst in der Umwelt und hat damit natürlich Kontakt zu Wildvögeln, zu Kleinlebewesen, wie auch immer. Also wir sind noch dabei, diese Nachforschungen anzustellen. Bislang ist die Herkunft des Virus in Sachsen noch unbekannt. Bis mindestens morgen Mittag werden die Puten in Rackwitz durch CO2-Begasung getötet, abtransportiert und in einer Tierbeseitigungsanlage vernichtet. Nach gründlicher Desinfektion und einer dreiwöchigen Wartezeit sind die Ställe dann wieder nutzbar. Und was bedeutet die Vogelgrippe für die Verbraucher? Am Rande der heutigen Landtagssitzung hat meine Kollegin Uta Deko die zuständige Gesundheitsministerin befragt. Frau Klepsch, die Geflügelzüchter sagen, es war noch nie so schlimm wie in diesem Jahr. Wie gefährlich ist denn die Vogelgrippe für den Verbraucher? Ja, die Geflügelpest ist für Geflügel hochansteckend und wirklich gefährlich. Das heißt, die Behörden müssen hier wirklich konsequent handeln. Der derzeit zirkulierende Virus ist aber für den Menschen nicht gefährlich. Das bedeutet für uns konkret, wir müssen natürlich unsere Tiere schützen, aber für den Menschen besteht keine Gefahr. Also Sie sagen, es besteht keine Gefahr für den Verbraucher, aber trotzdem gefragt, kann denn schon belastetes Fleisch in den Handel gelangt sein? Also generell gelangt nur gesundes Fleisch in den Handel. Die Betriebe werden kontrolliert, sowohl vor der Schlachtung, aber eben auch, wenn das Geflügel geschlachtet ist, werden Organe noch einmal kontrolliert. Also es gelangt wirklich nur gesundes, nur gutes Fleisch in den Handel und der Verbraucher kann beruhigt Geflügelfleisch zu sich nehmen. Wie läuft das in Sachsen ab? Wie oft werden die Geflügelbetriebe hier kontrolliert? Also generell werden die Geflügelhöfe regelmäßig kontrolliert. Und wenn natürlich eine Geflügelpest ausgebrochen ist, so wie das derzeit bei uns der Fall ist, dann werden die Höfe öfter kontrolliert, je nach Situation und je nach Geflügelbestand vor Ort. Mal für die betroffenen Geflügelhalter gefragt, können die denn jetzt mit einer Entschädigung rechnen? Ja, also hier bleiben auch die Geflügelhalter nicht allein. Sie müssen natürlich in der Tierseuchenkasse Mitglied sein, müssen ihren Jahresbeitrag entrichtet haben und müssen sich an gesetzliche Vorgaben natürlich halten. Und dann erhalten sie eine Erstattung aus der Tierseuchenkasse. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Klepsch. Bitte schön. Schnee und Glätte im Winter, das soll es geben. Aber auch heute hat es wieder einige eiskalt erwischt. Am Morgen musste die Autobahn 17 in Richtung Dresden gesperrt werden. Ein vollbesetzter PKW hatte sich überschlagen. Ob es nur die Wetterlage war oder auch die Geschwindigkeit, das wird noch untersucht. Am Morgen war ein tschechischer Fahrer gerade bei Bad Gottleuba in Richtung Dresden unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er und drei weitere Mitfahrer überschlugen sich, das Auto landete auf dem Dach. Ein Schwerverletzter wurde in eine Klinik geflogen. Bei der Ansprache der tschechischen Insassen half die Bundespolizei. Die Verständigung hat so weit geklappt, weil die verletzten zwei etwas Deutsch konnten. Und die Bundespolizei war auch bereit, die als Erste am Unfallort waren, einen Dolmetscher zu organisieren. Die Folge für nachfolgende Autofahrer warten. Hinter der Unfallstelle bildete sich ein kilometerlanger Stau. Eine Rutschpartie hat einen Busfahrer gestern Abend in Dresden-Bühler auf einer abschüssigen Straße in Schrecken versetzt. Glücklicherweise blieb es nur bei einem Sachschaden.
Pech auch für einen Lkw-Fahrer auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden. 800 Liter Diesel liefen aus. Paketempfänger werden in diesem Fall wohl etwas länger auf ihre Lieferung warten müssen. Geduld braucht man derzeit auch am Fichtelberg. Vergangene Woche gab der Schlepplift Himmelsleiter seinen Dienst auf, wegen einer kaputten Welle. Und diese Welle, die schlägt nun richtig Wellen. Viele Touristen sind sauer, weil sie einen Liftersatzverkehr, also einen Bus, benutzen müssen. Und die Liftbetreiber, die grummeln, weil sich im Umland kein einziges Unternehmen fand, das diese kaputte Welle nachbauen konnte. Heute Nacht kam das Ersatzteil aus den Niederlanden, aber offensichtlich waren die Auftraggeber und die Auftragnehmer nicht auf derselben Wellenlänge. Das Eis am Seil verrät es. Dieser Lift hat sich schon seit ein paar Tagen nicht mehr gedreht. Genauer gesagt, seit anderthalb Wochen ist an der Himmelsleiter kein Skifahrer auf den Fichtelberg befördert worden. Auf alle Fälle bin ich frustriert, weil wir eigentlich auch froh sind, dass seit 3 Jahren wieder mal die Abfahrt 9 und 10 in einem sehr guten und, ich sag mal, Top-Zustand sind. Und dann fällt der Lift aus. Aber in der Technik kann keiner drinnen stecken. Wir machen regelmäßig so Kontrollen, Endoskopien, um dort den ganzen Zustand der Lager inne und der ganzen Getriebe zu prüfen. Trotzdem hat eine Welle im Getriebe den Schlepplift lahmgelegt. Und das ausgerechnet zur Hochsaison in Oberwiesenthal. Viele Ski- und Snowboardfahrer aus Brandenburg und Berlin verbringen gerade ihre Ferien auf Sachsens höchstem Berg. Wenn er kaputt ist, ist er kaputt, ist halt so. Und gerade, wie gesagt, in der Saison mit Skifahrer muss das schon funktionieren, oder? Die Abfahrt hier runter ist traumhaft. Da hier wenig Skischulen fahren und die Piste unberührt ist, ist schon sehr nett. Denn nur wenige Wintersportler nutzen die Abfahrt an der Himmelsleiter und damit das Ersatzangebot des Liftbetreibers. Am Ende der Piste werden die Wintersportler mit dem Bus abgeholt und wieder auf den Fichtelberg gefahren. Mit dem Bus ist ein bisschen umständlich. Das sind jetzt die 2 Abfahrten, die so für die Anfänger geeignet sind, die jetzt so ein bisschen lahmgelegt sind. Aber es geben sich wirklich alle Mühe, irgendwie zu sagen, wir versuchen alles. Ist ärgerlich, weil es jetzt schon ein paar Tage ist und man wird immer vertröstet von einem Tag auf den nächsten. Schon heute sollte das Getriebe repariert sein und am Lift eingebaut werden. Es musste noch an der großen Ritzelscheibe etwas nachgeschliffen werden, was sicherlich auch durch den Getriebeschaden mit entstanden ist. Aber jetzt sind sie so weit, dass sie es ordentlich einstellen könnten. Man wird heute Abend noch einen Probelauf in der Werkstatt machen. Spätestens am Freitag soll der Schlepplift an der Himmelsleiter wieder in Betrieb gehen. Denn der Ausfall hat bis jetzt schon 20.000 Euro gekostet. Und wir schauen jetzt auf weitere Nachrichten dieses Tages. Lampenhersteller zahlungsunfähig. Die Firma Vossler aus Plauen im Vogtland hat Insolvenz angemeldet. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Umstrukturierung im Sommer abgeschlossen sein. Entlassungen seien noch nicht abzusehen. Derzeit hat das Unternehmen 330 Mitarbeiter. Vossler baut unter anderem Autohalogenlampen und wurde vor 5 Jahren vom Philips-Konzern ausgegliedert und verkauft. Doppelhaushalt verabschiedet. Der Leipziger Stadtrat stimmte heute dem Entwurf 2017-18 zu. 1,7 Milliarden Euro umfasst der Etat, von dem in beiden Jahren je 200 Millionen Euro investiert werden sollen. Geplant sind unter anderem der Bau von 15 neuen Kitas und insgesamt 14 Schulen. Auch die Sanierung des alten Rathauses ist im Haushalt ausgewiesen. Gedenken zum 13. Februar. Es soll in diesem Jahr unter dem Motto Menschlichkeit stehen. So lädt die Arbeitsgemeinschaft 13. Februar wieder zu einer Menschenkette ein, um an die Zerstörung Dresdens vor 72 Jahren zu erinnern. An 6 Orten in der Stadt sollen zeitgleich Blumen und Kränze niedergelegt werden. Man wolle den Tag aber auch nutzen, um auf die Schrecken des Krieges in der Gegenwart zu blicken, so Oberbürgermeister Hilbert. Die Binnenschifffahrt auf der Elbe ist ein schwieriges Geschäft. Niedrig- und Hochwasser wechseln häufig. Sie machen den Fluss unberechenbar und die Geschäfte schwer zu kalkulieren. Trotzdem wurde in die Häfen von Dresden, Riesa und Torgau seit den 90er Jahren fast 1 Milliarde Euro investiert. Von wegen, da wurde viel Geld versenkt, beklagte vor einiger Zeit der Sächsische Rechnungshof und sprach von einem Verlustgeschäft. Die derart Gescholtenen aber sehen es ganz anders.
Sonnenschein über dem Dresdner Alberthafen. Er ist nur einer von sechs, die zur Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe GmbH, kurz SBO, gehören. Die zog heute Bilanz zum Geschäftsjahr 2016. Und das sah, trotz Niedrigwasser auf der Elbe von Mai bis Oktober, offenbar sehr gut aus. Wir haben deutlich an Geschäft dazugewonnen. Wir haben in der SBO-Gruppe das erste Mal die 20 Millionen Euro Umsatzgrenze geknackt. Und das haben wir nicht geschafft, weil sich immer nur zwei Häfen entwickeln, sondern wir wissen genau, wenn ein Hafen mal etwas schwächelt, und das ist ganz normal, steht der andere Hafen bereit und hat genau in dem Bereich eine Erfolgsquote. Zum Hafenverbund gehören Häfen in Dessau-Roßlau, Torgau, Riesa, Dresden, Tschin und Lobovice. Jeder Hafen hat eigene Aufgaben. In Dresden werden Schwergüter umgeladen, in Riesa Container, in Tschin Massengüter. 15 Millionen Euro hat der sächsische Landeshaushalt für die Infrastruktur seiner Häfen eingeplant. Das kritisiert der Rechnungshof und erklärt, zwei Häfen in Sachsen reichten aus. Die Grünen wollen sogar lieber in die Schiene investieren. Und deswegen auch ganz klar, ja, wenn dort investiert wird, dann geht es um andere Logistikleistungen, eben Verlagerung von der Straße auf die Schiene, aber eben genau nicht in die Häfen. Und das hat strukturelle Hintergründe, weil die Elbe sich einfach nicht als zuverlässiger Logistikweg, als Transportweg eignet. Was hierzulande bemängelt wird, gilt jedoch anderswo als Erfolgsmodell, argumentiert die SBO. Gerade in Europa und in anderen Bundesländern werden wir genau dafür gelobt, was wir hier in Sachsen die letzten 26 Jahre getan haben. Und umso mehr verwundert es mich, dass das heute alles in Frage gestellt wird. Aber ich glaube, wir haben im letzten Jahr auch nachgewiesen, mit unseren Wirtschaftsergebnissen, dass wir das, glaube ich, ganz gut können, nämlich Häfen betreiben. Das Kerngeschäft der Häfen wurde also erweitert auf logistische Zusatzleistungen. Auch dadurch konnte der Hafenverbund die Perlenkette an der Elbe seinen Umschlag um 12% steigern. Als Pegida-Versteher wurde er bezeichnet und als Sachsen-Erklärer. Auch deshalb, weil Frank Richter früher als viele andere die Stimmung im Lande erkannte. Und wenn er das Gespräch suchte, dann meinte er damit nicht nur reden, sondern auch zuhören. Gestern Abend hat der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung seine Dienstschlüssel abgegeben und vielleicht drei Kreuze gemacht, um dann heute Morgen neu anzufangen unter einem neuen Kreuz, dem der Frauenkirche. Frank Richter macht auf seiner Abschiedsveranstaltung als Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung genau das, was er am besten kann. Er stellt die richtigen Fragen. Mit Bundestagspräsident Norbert Lammert spricht er über Respekt im politischen Streit und darüber, warum das früher Unsägliche heute sagbar geworden sei. Der gebürtige Meißner hält die Siegermentalität des Westens gegenüber den DDR-Biografien nicht für die, aber für eine Ursache. Ich habe lange Zeit große Freude daran gehabt, dass die DDR untergegangen ist. Und ich habe lange Zeit übersehen, dass dieser Staat eben auch ein Land war, in dem viele Millionen Menschen gelebt haben und durchaus Wertvolles und Sinnstiftendes erlebt haben. Und die öffentliche Darstellung dieser Lebensrealität DDR, da hat es an Differenzierung fehlen lassen. Wir haben zum Beispiel nur wenige legitime Orte, in denen getrauert werden darf. Legitimerweise getrauert werden darf, dass da etwas untergegangen ist. Als katholischer Kaplan geht Frank Richter am 8. Oktober 1989 auf die Prager Straße in Dresden. Keine Gewalt, darum bittet er. Die Polizei. Viele Jahre predigt er als Priester in Sachsen, bis es zum Bruch kommt, er sich in eine Frau verliebt. Er muss seinen Dienst als Priester aufgeben und findet 2006 Zuflucht bei der altkatholischen Kirche. Ich habe Schweres erlebt, ich konnte das aber ganz gut verkraften. Habe auch sozusagen diese Problematik eines Ostdeutschen, der im Westen nicht landet, weil man ihm nicht zutraut, dass er es kann, erlebt, ohne, das möchte ich gerne für mich in Anspruch nehmen, ohne hart, ohne bitter und ohne zynisch geworden zu sein. Als er 2009 nach Sachsen zurückkehrt, herrscht dort politische Lethargie. Die Zeiten des Aufbruchs sind vorbei. Die Menschen ziehen sich ins Private zurück. Frank Richter nimmt den Auftrag der Landeszentrale wörtlich. Demokratie stärken. Die Menschenkette in Dresden zum 13. Februar ist auch sein Verdienst. Auch die Gespräche mit den Pegida-Demonstranten.
das muss uns nach wie vor bewegen, wenn viele Menschen zum Ausdruck bringen, dass sie unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung skeptisch gegenüberstehen, dann müssen wir fragen, warum ist das so und was können wir dagegen tun? Seit heute arbeitet der Theologe als einer von drei Geschäftsführern für die Evangelische Frauenkirche in Dresden. Inzwischen ist er übrigens Protestant. Die Stiftung Frauenkirche ist ein offenes Haus für alle Religionen. Und ich glaube, da haben wir kaum einen besseren für finden können als Frank Richter. Der Mann mit der brüchigen Biografie. Politische Bildung wird auch weiterhin sein Thema bleiben. Nach der ergebnislos verlaufenden Tarifrunde für die Beschäftigten der Länder werden wir alle die Unzufriedenheit der Betroffenen zu spüren bekommen. Mehr dazu jetzt in den Kurznachrichten. Streiks beschlossen. Nachdem gestern die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst kein Ergebnis brachten, hat sich heute auch der Sächsische Lehrerverband für Warnstreiks entschieden. Sie sollen am Montag beginnen. Zentraler Punkt der Tarifrunde ist die Erhöhung der Gehälter um 6%, auch für andere Berufsgruppen. Die nächste Verhandlungsrunde startet am 16. Februar. Angespannter Wohnungsmarkt. Wachsende Einwohnerzahlen und der anhaltende Niedrigzins werden die Nachfrage an Wohnungen in Dresden weiter antreiben. Engpässe wird es dennoch nicht geben, so eine Studie der Hypo-Vereinsbank. Zudem rechnet man mittelfristig mit einer Beruhigung der Mietpreise. Im Segment der Grundstücke und Eigenheime wird es jedoch weitere Preissteigerungen geben. Gastfamilien gesucht. Sachsens Großstädte suchen Patenfamilien für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Interessenten könnten sich an die Jugendämter wenden, hieß es. Derzeit seien sowohl in Chemnitz als auch in Dresden nur 10 Jugendliche in Pflegefamilien untergebracht. Das Landesjugendamt hat im vergangenen Jahr über 2300 Kinder und Jugendliche aus dem Ausland in Obhut genommen. Retinitis pigmentosa ist eine Augenkrankheit, die jedes Jahr etwa 1000 Menschen in Deutschland erblinden lässt. Meist verläuft dieser Prozess schleichend. Er beginnt mit Kurzsichtigkeit, gefolgt von Nachtblindheit und dann schwindet allmählich die Sehkraft gänzlich. Diese Blinden wieder sehend machen zu können, das käme einem Wunder gleich. Doch am Städtischen Klinikum Dresden kommt man diesem Wunder schon ziemlich nah. Seit 10 Jahren ist die Welt für Frank Hermann schwarz. Jetzt lernt der erblindete Mann aus Lamperswalde wieder zu sehen. Am Städtischen Klinikum Dresden übt er mit Assistenzärztin Elisabeth Oehmichen, Gegenstände, Flächen und Formen zu erkennen. Können Sie genau lokalisieren, wo sich die Gegenstände befinden? Können Sie abschätzen, wie groß die Gegenstände sind? Es ist zu erkennen, ob es etwas größer oder kleiner ist, das ja. Aber als Form direkt nicht. Dass Frank Hermann wieder hell und dunkel unterscheiden kann, verdankt er einem Chip, der ihm unter die Netzhaut verpflanzt wurde. 3x4 mm klein und 50 Mikrometer dünn. 1500 winzige Fotozellen verwandeln darauf Licht in elektrische Impulse, die ans Gehirn weitergeleitet werden. Augenarzt Dr. Helmut Sachs hat die Technologie von Anfang an mitentwickelt und bereits 15 solcher komplizierten Eingriffe durchgeführt. Während der Operation wird von außen in das Auge eingegangen und unter der Netzhaut dieser Chip platziert. Sie können sich das vorstellen, das ist wie bei einer ganz normalen Fotokamera, wo halt einfach die lichtempfindliche Schicht kaputt ist. Der ganze Fotoapparat funktioniert und wir würden dann diese lichtempfindliche Schicht wieder ersetzen und das wäre dann das Sehen. Weltweit wurde diese Methode bislang bei 50 Patienten angewendet. In Oxford, in Tübingen und in Dresden. Blinde mit solch einem Chip unter der Netzhaut erlangen zumindest einen Teil des Sehvermögens wieder. Und das, was wir im Moment maximal erreichen können, dass sie große Buchstaben, so wie die Überschrift einer Zeitung, lesen können, das ist aber nur ein gewisser Prozentsatz der Patienten, die das erreichen. Die anderen erreichen halt Objekterkennung oder das, was wir gerne als lebenspraktische Hilfen bezeichnen, damit sie sich orientieren können im täglichen Leben. Der Tag, an dem es nach 10 Jahren Dunkelheit plötzlich wieder hell wurde, war für Frank Hermann schon ein Wunder. Es war schon überraschend und ein Effekt, also wo das plötzlich ein Blitzen da war und irgendwelche bei den ersten Tests mit dieser Lampe sehe ich ein Licht blitzen oder nicht blitzen. Das war schon so ein Aha-Effekt für mich und ich denke schon, dass wir das noch irgendwie weiter ausbauen können, dass das noch ein bisschen mehr kommt. Mit praktischen Übungen lernen Patienten wie Frank Hermann, Gegenstände zu erfassen, hell und dunkel zu unterscheiden.
Für ihn die Chance, ein Stück Selbstständigkeit im Leben zurückzugewinnen. Ich weiß nicht, ob es auch für Nashörner oder Leguane so eine Art Body-Mass-Index gibt. Doch in Hoyerswerda werden diese Zootiere gerade auf die Waage gelegt. Denn bei den schwerwiegenden Fällen lässt sich an der Anzeigetafel schon so einiges ablesen. Auch über den Gesundheitszustand der Tiere. Wie viele Schlangen hat der Zoo Hoyerswerda? 7 müssten es laut Inventarliste sein. Und 7 Exemplare sind es dann auch. Alle wohlgenährt und gesund. Insgesamt leben in dem Kleinstadtzoo 1106 Tiere. Erdmännchen und Co. werden einmal im Jahr durchgezählt. Bei den Schrecken gab es dieses Jahr eine Überraschung. Ich habe eine andere Gespenstschreckenart, die malaiische Riesengespenstschrecke, habe ich 10 Stück reingeholt. Da waren nur noch 4 da. Die sind bestimmt bei der Hautung, sind die durch diese Dorngespenstschrecken zu viel gestört, sind bestimmt auf den Boden gefallen, wir haben das nicht gesehen und dabei gestorben. Also die letzte 4, die habe ich schnell in ein separates Insektarium gesetzt. Die werden wir weiter züchten, sodass die Art für den Zoo behalten bleibt. Ohne Inventur hätten wir das vielleicht nicht rechtzeitig gesehen, war die Art verschwunden. Zur Inventur im Zoo gehört aber nicht nur das Durchzählen. Einige Bewohner werden auch gleich mit gewogen, so wie die beiden Nashorn-Leguane Anton und Antonia. Wiegen mit Pfleger, dann das Menschengewicht abgezogen und schon ist klar, Anton wiegt 7,6 Kilo. Antonia ist natürlich leichter. Das Wiegen ist eine Art Gesundheits- und Entwicklungscheck für Tiere. Wir haben auch kleine Tierarten jetzt, also junge Tierarten bekommen, siehe unser Fidschi-Leguan, der ist ja doch noch so klein, ne? Und der kann ja wirklich diese Größe nehmen. Und im Endeffekt kann man so auch unter Kontrolle halten, was der jedes Jahr im Prinzip was für Schübe er hat. Wir machen es zwar natürlich auch Mitte des Jahres immer mal wieder zu gucken, dass der auch nicht zu langsam wächst, dass wenn irgendwas Kränkliches ist, dass man es auch sofort auffällig unter Kontrolle halten kann. Das ist übrigens Jolante. Die Dame ist mit 56 Jahren die Älteste hier. Nur ihr Gewicht bleibt ein Geheimnis. Den Pflegern fehlt dazu die passende Waage. Na dann vielleicht bei der nächsten Zooinventur. Das war's von uns für heute. Stefanie Meissner überlasse ich das Schlusswort. Heute ein warnendes. Und dann sind die Kollegen von MDR aktuell an der Reihe und berichten, wie Fußfesseln unser Leben sicherer machen sollen. Man darf gespannt sein. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Bis morgen.